Sonst ist hier auch nicht viel los gerade, ne? Viele Blumen. Hier ist wieder dieser Fluss, an dem wir gestern, glaube ich, gegraben haben. Das müsste da eigentlich sein. Genau, hier habe ich auch gestern geerntet. Hier sind noch die geschorenen Schafe. Ah, hier, der hat schon wieder Wolle nachwachsen. Ja, dem ist schon Wolle nachgewachsen. Kann ich ja einmal gleich eine Schere daran. Vielen Dank. Vielleicht nochmal hier die Seite hochgehen. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas, was ich gebrauchen könnte. Auch wenn es aktuell noch nicht danach aussieht. Nee. Ich denke nicht. Gut, dann mache ich mich auch hier auf den Weg nach Hause. Hier den Fluss überqueren und dann kurz aufwärmen und dann auf jeden Fall das Fleisch schon mal braten. Los, nach oben. Da muss ich mir ein bisschen wohnlich machen hier. Hier fühle ich mich schon ganz gut zu Hause, muss ich sagen, aber so unser Wohnbereich vorne, der ist doch noch ein bisschen dürftig. Okay. Also werde ich mal als erstes hier das gejagte Schweinefleisch reinschmeißen und hier dann schon mal weiterbauen. Hier werde ich mir so ein schönes Thronzimmer einrichten. Ist die Frage, soll ich da auch einen kleinen Gang bauen, das ein bisschen nach unten setzen? Ich mache das einfach so, dass da so eine kleine Mini-Treppe runtergeht. Nicht so wahnsinnig weit, aber ein bisschen. Ja, den wollte ich jetzt eigentlich nicht wegreißen. Ja. Da kann ich nicht widerstehen. Da muss ich gleich wieder anfangen zu buddeln. Da baue ich dann gleich gebrannten Stein wieder rein. Ich setze mal Licht. Das ist ja so dermaßen dunkel hier. Los, Kohle, komm runter. Ja, wenn die Kohle nicht zu mir kommt, komme ich zur Kohle. Bestens. Alles klar. Hier könnte ich ja auch noch mal ein bisschen vergrößern. Bis wohin habe ich hier noch Platz? Ein bisschen auf jeden Fall. Kann ich mir hier auch noch ein paar Truhen hinsetzen, dass ich wenigstens Dinge, die ich aus der Mine halt direkt noch umbringe, hier zwischenlagern kann. So auf beiden Seiten ein paar Truhen hinsetzen. Das ist doch ganz in Ordnung. Klock, 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 klock. Ja. Doch, doch. Langsam nimmt sich alles Form an und dann muss ich auch diese Öfen gleich mal umstellen. Da kann ich mir eigentlich direkt schon mal die Kisten basteln. Holz habe ich ja wieder genügend zum Glück. Holz hier herstellen. So, direkt Birkenholzbretter. Na, was war das? Boot. Auch cool. So, dann 6 Kisten fürs Erste. Fantastisch. Dann baue ich mir auch schon mal ein kleines Bett. So, das kann ich mir auch bald mal setzen. Und dann brauche ich noch ein paar Öfen. Aber ich muss das jetzt schon mal bauen. Dum, 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 dum. Ja, komm. Öfen kann ich ja gebrauchen. Ach, lieber ein paar mehr als zu wenige. Weil aktuell sind es zu wenig Öfen. Heiße Angelegenheit. Erfolg erzielt. Okay.
Und an Stein mangelt es uns ja nicht. Wir wohnen ja hier quasi im Steinberg. Oh, einsammeln. Kann ich eigentlich den Kürbis essen? Oder ist es nur Verzierung? Scheint ein Ziel zu sein, ne? Ja, okay. Dann ist das halt so. Ich muss jetzt hier erstmal die Sachen ein bisschen ablegen. Leider auch erstmal alles nur reinschmeißen. Da ich auch zu wenig Kisten habe, um hier mal irgendwie eine Ordnung reinzubringen. So, alles mal ablegen. Ich muss jetzt wenigstens die Kiste drüben ausleeren und die Öfen. Und dann sollte ich mir auch mal schnell das Essen gleich hier gönnen. Ja, mit der Taste geht es mir schneller, merke ich gerade. Dann kann ich es auch besser ablegen. Zup, 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 zup. Dann sollte ich auch in der Lage sein, jetzt die Kiste mir abzureißen, ne? Ja, das weg, das weg. Dann erstmal eine Kleinigkeit essen. Das gebratene Schweinefleisch, das bringt auch richtig viel. So soll es doch auch sein. So, Ofen weg und die Truhen weg. Das regeneriert mich auch endlich wieder ein bisschen Leben. Schubs. Und hier wollte ich es jetzt doch so machen, dass ich hier noch eine Tür setze, ne? Dann brauche ich einmal das Eichenholz von eben. Jetzt ist die Frage, ist es Schwarzeiche? Oder Eiche? Ja, das weiß ich halt nicht, ne? Muss ich ausprobieren. Ansonsten müssen wir halt die Tür wirklich austauschen gegen Schwarzeichenholztüren. Aber ich glaube, wir sind da schon. Oder liegen da schon ganz richtig mit. Ich will es hoffen. Dann kommt jetzt hier erstmal die Wand weg. Ja, warum passiert mir das denn immer? Ja, und die ist sehr robust, die Tür. So muss das auch sein. Und jetzt sitzt es so, wie das sein soll und sitzen soll. Dann hier natürlich den Boden noch anpassen. Und dann kann ich das auch echt ruhigen Gewissens so lassen, wie es jetzt ist. Die Reihe nehme ich auch nochmal weg und setze es dann so, wie das drüben ist. Einfach symmetrisch. Dass ich die hier wieder jetzt nach hinten setze. Jetzt könnte ich da entweder meine Kiste wieder einbauen oder auch nicht. Aber wenn ich eh ein Tonzimmer bauen will, dann. Ja, ich meine, an den Ausgang oder Ausgängen kann man eh immer was lagern. Verkehrt ist es sicherlich nicht. Dann lasse ich das so, setze da erstmal wieder Fackeln rein. Dass meine Wohnung hier ein bisschen heller wird. Und hier muss definitiv mal ein vernünftiger Stein rein. Gebrannter Stein. Hier, zack. Nee, du solltest nicht davor, sondern da rein. So. Jetzt mit dir mal so. Und ja, ich kann das hier genauso machen. Oder soll ich es nicht so machen? Ich nehme das hier mal weg. Sieht doch eigentlich ganz cool aus. Doch, doch, das passt. Wo sind meine ganzen Laminat-Parkettböden hier? Nee, kein Laminat für ein Parkett. Keine Kosten und Mühen gescheut auf jeden Fall. Das lasse ich hier so. Gucke ich mir die Decke an, wie die so aussieht. Sieht auch in Ordnung aus, aber ich werde hier die Steine jetzt mal austauschen. Zumindest fürs Erste. Das gefällt mir nicht so gut. So. Hier ist eh noch Baustelle, das kann so bleiben.
Aber hier, der Stein soll noch weg. Gut. Jetzt werde ich hier nochmal weiter basteln. Und muss mal sehen, wie viel Platz ich hier nach hinten raus habe. Nichts mehr. Also können jetzt hier definitiv die Kisten gebaut werden, die halt für die Mine da sind. Die Decke werde ich auch schon mal austauschen. Und auch unseren Vorrat für schlechte Zeiten mal wegnehmen. Meine Kohle, die kann man sich jetzt zum Glück selber herstellen. Das ist nicht so das große Problem. Aber nimmt man sich natürlich mit, wo man kann. So, das war's hier auch. Dann mache ich hier mal wieder dicht. Gönnerhaft mit gebrannten Steinen. Ja, nehmen wir erstmal die ganzen Müll hier weg. Also die Frage ist, ist es hier zu niedrig? Ist mir eigentlich schon zu niedrig. So ein Block höher wäre auf jeden Fall ganz nett. Hier müsste auch in etwa ein höher. Wenn es alles so gedrungen ist und das Gefühl hat, dass die ganze Zeit hier Steine auf den Kopf fallen, das ist einfach nicht schön. Das muss doch nicht sein. Und die ganzen müssen auch alle ein nach oben gesetzt werden in Zukunft. So, den nehme ich auch nochmal eben weg, dass das hier ein bisschen smoother aussieht. gut. Dann haben wir den hier, den baue ich wieder nach oben. Ding, 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 ding. Und dann kann ich doch hier eigentlich auch wieder zumachen, ne? Und den Stein hier wegnehmen. Was ist das? Granit? Genau. Für Granit geht's ziemlich leicht abzubauen. Zum Glück. So, die ganzen hässlichen Blöcke mal entfernen. Gebrannte Steine von mir hin. Zack. Kann man so lassen? Ich denke, ne? Sieht doch eigentlich ganz cool aus. Ach, Hilfe. Maustaste. Tust du mir nur an. Ah, ja, 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 ja. Das finde ich cool. Dann kann ich hier in der Mitte auch wieder so eine kleine Beleuchtung bauen oder generell eine kleine Form mal wieder einbauen. Und da ist natürlich jetzt die Holzkohle. Nee, keine Holzkohle, normale Kohle, aber die möchte ich ja nicht haben. Da muss ich mich mal kurz hier nach oben basteln, dass ich da mal in Ruhe das wegarbeiten kann. So, die Kohle soll runterfallen, deswegen muss ich auch kurz wegbauen. Und dann mache ich hier dicht. Steine, Steine, Steine. Nichts mehr am Start. Schöne Geräusche hier vor der Tür. Muss ich schon sagen. So. Dann mal das kurz mit der Spitzhacke wegpicken oder graben, wie auch immer. Dann kann ich jetzt hier auch gleich Truhen hinstellen. Zwei Stück nebeneinander. Entweder... Ja doch, schon auf die Höhe, ne? Ich glaube, das passt schon. Gut, wo habe ich die abgeschmissen? Hier sind sie. Ja, zwei Truhen nebeneinander sollte doch sollten in Ordnung sein. Truhe 1. Hier geht keine hin, ja?
Schade, da muss ich da wirklich einen Platz lassen. Würde denn theoretisch ein Ofen dazwischen passen? Das würde funktionieren. Ja, dann machen wir hier noch die Reihe Stein weg. Auch wenn es optisch ganz cool aussieht, aber... Nee. Ist so. Okay, hier haben wir dann die Truhe gesetzt. Und dann kommt es gleich nochmal auf die andere Seite. Der Ofen wieder in die Mitte. Dann kann ich mir auch bald mal wieder das Rezept für die Schilder raussuchen. Oder mal ausprobieren, ob ich noch weiß, wie es funktioniert. Aber momentan weiß ich nur, dass das, glaube ich, mit Stickies war und mit Brettern. Glaube ich zumindest. Ich glaube, ein Stick. Ja, ich teste das gleich mal. Als erstes werde ich noch ein paar Truhen herstellen. So, mit unserem Birkenholz, davon haben wir auf jeden Fall genug. Auch vor der Haustür. So, zwei Stück. Und da geht nochmal ein Teil auf jeden Fall. Schwupps, sind es nochmal zwei große Truhen. Dann setze ich die auch direkt hier hin. Dann ist das zumindest schon mal erledigt. Wunderbar. Ja, ein bisschen Licht noch in die Ecken. Entweder hier oder auf die Höhe. Ja, mache ich die mal dahin. Das gefällt mir ganz gut. Zack, zack, zack. Nein, du kommst weg. Dann ist es auf jeden Fall schon mal ein bisschen heller hier drin. Und der Raum sieht auch eigentlich auch ganz annehmbar aus. Zumindest als Minenabgangszimmer. Und dann ballern wir hier auf jeden Fall den ganzen Bruchstein rein in die Truhe. Bruchstein. Und hier kommen dann die verarbeiteten Steine rein. Ja, wahrscheinlich eher so rum. Andesit, der kommt auch drüben mit rein. Haben wir hier noch irgendwelche verarbeiteten Materialien? Den polierten Diorit. Hier kommt dann der Andesit noch hin, Granit. Kannst du erstmal pro Reihe versuchen. Ob es nachher klappt, ist wahrscheinlich die andere Frage. So, Diorit. Das ist nur Kohle. Aber die kommt hier natürlich auch mit rein. Bretter kommen hier nicht hin, die kommen auf die andere Seite. Oder eine andere Kiste, eher gesagt. Wenn ich mal was basteln will. Den Crafting Table könnte ich auch eigentlich auch hier irgendwie hin basteln. Ich baue mir einfach zwei Stück hin. Wäre auf jeden Fall eine Option. Oder bauen einfach hier unten in den Boden ein. Mache ich glaube ich so. Mache ich den hier weg. Den Stein meine ich und nehme hier den Crafting Table weg. Schwupps. Dann kann ich hier auf jeden Fall jetzt schön mal basteln. Cool, cool. Und dann kann ich noch hier die ganzen Kisten leeren. Die ist ja zum Glück geleert und dann die Steine hier rausnehmen. Kies kommt dann auch mit rüber und Sand. Wolle bleibt hier. Die Kohle kommt noch mit und der Stein. Gut, mehr geht erstmal nicht zu tragen. So, verarbeitete Materialien. Ja, und Bruchstein haben wir schon wieder richtig, richtig, richtig viel. Ich brauche auf jeden Fall schon demnächst mal eine Kiste, die nur für den Stein ist. Sand wäre noch eine Möglichkeit hier zu lagern. Und ein bisschen Erde. So. Was könnten wir hier schmeißen? Hier könnten wir Hölzer lagern.